Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das ist jetzt etwas überraschend, denn ich habe mich nämlich vorbereitet für heute Abend, was ja nicht so üblich ist, wenn wir das bei der Berlinale machen, weil die sagten mir, ich sollte jetzt doch einen gewissen Ernst hier an den Tag legen. Das ist mir aber jetzt gar nicht so recht, weil es ist eigentlich ein schöner Abend, der hier abläuft. Und habe schon gelernt, dass wenn man nur unter sich selbst, also wenn nur die gleichartigen Berufsgruppen miteinander so einen Abend verbringen, ist es extrem viel lustiger, wie wenn es so heterogen ist, wie da, wo ich zugange bin. Und wenn ich jetzt irgendwann mal aufhöre, dann habe ich mich heute Abend inspirieren lassen, dass ich werde wahrscheinlich einen deutschen Festivaldirektorpreis ins Leben rufen. Ja, wir sind zu zehnt. Wir sind 10 Festivaldirektoren auf der Welt, also auf einem gewissen Niveau, meine ich. Und nicht alle, aber die ersten 3. Und da ist es dann so, dass wir dann halt zu 10, sage ich mal, hier den Abend verbringen und dann uns wechselseitig laudatieren, weil dann haben wir auch genügend Zeit. Und na gut, okay. Noch was, Herr Oettinger, das geht natürlich nicht, ja. Sie können doch nicht sagen, dass die in Cannes besseren Wein haben. Also ich meine, Sie und ich, wir sind die einzig beiden auf der ganzen Welt, die von der Laufener Weingärtnergenossenschaft als die Weingenießer des Jahres ausgezeichnet worden sind. Deshalb gibt es auf der Berlinale deutschen Wein. Meine Damen und Herren, Isabelle Goisset. Isabelle Goisset ist die Tochter einer Arbeiterfamilie. Ihr Vater war Kommunist und Katalane. Die Mutter kam aus Salamanca. Isabelle kann alles. Sie kann lieb und nett sein, charmant und heftig und engagiert. Sie bezieht Position, macht nicht nur das in ihren Filmen, sondern sie handelt auch furchtlos. Dabei ist sie auch schüchtern. Und sie wird rot. Ich kann es nicht sehen, aber I think you flush now, Isabel. Dabei wird sie versteht das aber auch gar nicht, was ich sage. Von daher ist es auch nicht so schlimm. Sie hat nämlich das Gefühl, ich spreche Englisch so unglaublich gut und weiß nicht, dass das eigentlich nur die Übersetzung... Naja, gut, okay. Es wird übersetzt von einem Professionellen. Okay. Offensichtlich nicht witzig, ja? Gut. Sie hat Witz und noch mehr Humor und wie Universals Studiochefin Donna Lansing dieses Jahr auf der Berlinale sagt, Eier, um sich im Geschäft der männerdominierten Filmwelt durchzusetzen. Und sie ist auch eine Mutter von Zoe, 19 Jahre alt, alleinerziehend, wie man so schön sagt, jedenfalls in Deutschland. Sie ist auf der Seite der Frauen und anderer Unterdrückter in dieser Welt, mag aber auch charmante Männer. Isabel, wake up. Isabel ist eine große Künstlerin, die viele Künste in ihren Filmen vereint. Sie macht Ausstellungen, sie macht Bücher, sie macht Musik. Sie war auch bei der Weltausstellung in China für Spanien und Katalanien beteiligt. Kein Wunder. Sie ist eine enge Freundin des genialen und hochgelobten Autors, Kunstkritikers und Künstlers John Berger, dessen Film dieses Jahr auch auf der Berlinale lief. Sie widmete ihm sogar ein Buch. Und vielleicht kann man sie am besten mit den Worten beschreiben, wie ein Autor John Berger beschrieb. Ich mache das jetzt mal in diesem Englisch. Sorry about if you cannot translate my English, just do it in German. John Berger teaches us how to think, how to feel, how to stare at things till we see what we thought wasn't there. But above all, he teaches how to love in face of adversity. Das heißt Not und Unglück.
He is a master and you are a master too, Isabel. Das ist jetzt natürlich total unangenehm. Das kann sie gar nicht ab, wenn sie gelobt wird. Aber das ist nun mal eine Laudatio. Mit 10 Jahren. Diktator Franco war noch am Leben, nicht mehr im Amt, hat sie schon ihren ersten Super 8-Film gedreht. Ich war schon als Kind im Kino die ganze Zeit. Ihre Großmutter war Kartenabreißerin. Und ich hatte mich bereits mit 5 Jahren entschlossen, Regisseure zu werden und begann, meine Melancholie zu kultivieren, sagt sie. Erst lief es nicht so gut, aber dann wurde sie zu einer der erfolgreichsten internationalen Werbefilmerinnen und hat auch bis zuletzt für ganz große Firmen Werbefilme gemacht. Zuletzt mit dem Biertrinken Ferran Adria, den Sie alle aus dem El Bulli kennen, weil dort werden ja sehr, sehr viele, das Restaurant gibt es nicht mehr, weil es dort werden ja sehr viele Filmgespräche geführt. Sie hat dieses Geld oft genommen, um ihre eigenen Projekte zu produzieren, zum Beispiel den Dokumentarfilm, bei dem sie einen Richter, einen spanischen Richter interviewte, der diskriminiert wurde und außer Landes gehen musste, weil er die Verbrechen Francos versuchte wieder aufzudecken. Man hat sie verschwiegen. Isabel hat einen Film darüber gemacht, wir haben den gezeigt, sie hat auch ein Buch gemacht. Danke, Isabel. Das ist ihre Art, sich zu engagieren. Für Humanismus. Ihre Filme, die auf allen Festivals der Welt liefen, engagieren sich nicht nur für Frauen, sie engagieren sich für die Menschlichkeit. Sie propagieren, ohne mit dem Zeigefinger darauf hinzuweisen, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung in einer Welt, die sehr kompliziert ist, sei es im Großen und Ganzen oder in privaten Beziehungen. Ich gebe in meinen Filmen grundsätzlich kein moralisches Urteil ab, sagt sie. Und das ist auch nicht notwendig. Sie inszeniert ihre Geschichten und Schauspieler so differenziert, dass die Kunst des Films zum Urteil zwingt. The Secret Life of Words war in Venedig einer der großen Filme mit Sarah Polley und Tim Robbins, einem Regisseur, dem sie sehr verbunden ist. Sie hat mit vielen großen Schauspielern gearbeitet und wenn man ihre Filme sieht, dann weiß man auch, was ihre große Kunst ist. Sie kann sich intim mit Schauspielern einlassen und die Schauspieler spielen in ihren Filmen, wie wenn sie nicht spielen würden. Ich glaube, das ist die größte Kunst. Sie arbeitete mit großen Stars zusammen wie Penelope Cruz, Ben Kingsley, Patricia Clarkson und Dennis Hopper. Sie war mit Tilda Swinton auch in unserer Jury in der Berlinale 2009 und sie eröffnete letztes Jahr mit einem in Anführungszeichen Film über die Beziehung zweier Frauen, Nobody Wants the Night, die letztjährige Berlinale. Mit Juliette Binoche und mit ihrer japanischen Lieblingsschauspielerin. Wer sie kennt oder wer sie kennenlernt, begegnet wahrlich einer inspirierenden Regisseurin, die beschlossen hat, so sie selbst, mein Leben nicht mit irgendwelchem Mist zu vergeuden, mit keiner Diät, Gott sei Dank, Isabel, mit keiner Diät und keiner dummen Popmusik. Du vergeudest deine Zeit nicht, selbst mit Kleinigkeiten. Als ich dich in Los Angeles besucht habe, als du Elegy mit Ross-Verfilmung gedreht hast, haben wir, weil es so schön war, ins Glas geguckt und du hast mich nachher heimgefahren. Ich glaube, dass die Beverly Hills Cops noch nie so jemand durch Los Angeles haben flitzen sehen wie dich im offenen VW Cabrio. Ich schaute sie leichenblass an. Sie meinte, alles gut, Dieter, ich habe den Führerschein seit gestern, wird alles gut gehen. Ich fand mich dann Jahre später wieder dargestellt von Ben Kingsley. Okay. In diesem berühmten Film, sehr erfolgreichen Film Learning to Drive. Da hat sie diese Erfahrung nochmal umgesetzt. Ben Kingsley, um das zum Abschluss zu sagen, hat immer ihr Engagement unterstützt und meinte,
ich weiß nicht, wie er das meinte, Isabelle Coisset ist eine weibliche, ist eine weibliches Corsetsinn. Möglicherweise ein Übersetzungsfehler, aber er meinte, sie ist so, wie es Corsetsinn, nur als Frau. Isabelle sagte, er ist besonders begabt, menschliche Verhaltensmuster auf ganz unterschiedliche Art zu betrachten und sie aus völlig anderen Blickwinkeln zu sehen wie Männer. Das sah offensichtlich auch die Jury des Deutschen Schauspielerpreises so. Der Ehrenpreis Inspiration soll Ausdruck der Würde der Schauspieler, des Schauspielerberufsstandes sein. Was für ein wunderbarer Preis für eine Regisseurin. Isabelle, du hast den Preis verdient. Muy bien, muchas gracias, buena noche und gute Nacht. Dankeschön, and please don't believe no word of this guy is saying, because he's a very good liar, but he's a liar. Really, I just, you know, this is very, very, you know, so beautiful for me, because I think I have just, first of all, this was the place where my second film opened in the Berlinale many, many years ago, 22. Dieter wasn't in the, you know, selection. I just have just three virtues as a director, you know? First, I love actors. Second, I really love actors. And third, I really, really, really love actors, you know? I like their tears, I like their fear. I like their vanity. I even love their ego, so I'm crazy, I know. But really, you know, no one of my films will be like they are if they weren't for them, for their passion, for their trust. And thank you so much. And I feel so happy. I will, you know, I hope I will have, you know, many more films to do. Let's touch wood here. Let's no wood, okay? And because then I can hire all of you. Thank you.